Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech-Town hier mit den Porkies. Du nimmst es auf, weil du auch begrüßt hast. Ist auch so, genau. Komisch. So, und ich bin hier auf meiner gerade neu angefangenen Baustelle zugeteilt und Datenverarbeitung durchgeführt von Kilian, der mich hier unten in dieses Loch reingeschickt hat. Und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich machen soll. Weil, Kilian, ganz ehrlich, wir haben da oben Glas an die Wände gesetzt. Sollen wir... Komm mal eben runter, bitte, Kilian. Ich brauche dich gerade hier. Ich brauche deinen mehr oder weniger Draht. Draht? Achso. Kilian, warum kann er aus Kupfer keine Kupferkabel machen? Hä, weil es noch nicht eingespeichert ist. Achso. Boah, Andi. Ich muss wirklich dann jeden Schritt einzeln einspeichern. So, pass auf, ich hatte jetzt so die Idee, ne? Pass auf, wir machen hier die Farm hin. Also auf diese Seite machen wir die Farm, ne? Das heißt, hier sind die Kühe, hier ist der ganze Ablauf und so. Und dann hat man hier noch so einen kleinen Weg, wo man latschen kann. Ja, ist doch gut. Ne? Und dann kann man eventuell auch in die Ställe reingehen, wenn irgendwas ist oder so, wenn die Kühe irgendwelche... Also die Stallgrößen sind 5x5, ne? Warte mal. Und mir ist gerade aufgefallen, wir müssen gar nicht so dicke Gas, wir können die dünnen Glasdinger nehmen. So wie ganz dünne. Hast du eine Säge? Warte, ich will nur mal kurz gerade wegen der Größe 3, 4, 5... So, ne? Nur noch ein Level, ey. Nur noch ein Level, dann bin ich Level 30. Ich raste nur noch aus. 25 Level. Ich raste so aus, ey. Ey, Andi, die MFUs, der Strom fliegt. Bist du im Weg, geh mal weg. Psst, Kian. Warte. So. Geh doch mal weg. Ja. So, ne? Ja, Mann. Und ich mach jetzt noch die Eckdinger. Ja, mach erstmal die Gehege und so und dann... Ja, aber nein, die Eckdinger kann man doch schon setzen. Ich hab doch schon welche. Das ist doch schnell gemacht hier, Kilian. Hier, guck. Bup. Siehst du? Okay, ein Electronic Circuit musst du von mir aus nicht einspeichern. Den mach ich schneller mit der Hand. Ich nö. Nee, halt's mal, Andi. Andi, du hast nichts zu melden hier. Du machst das, was dir gesagt wird. Allein, weil man dann Sachen sich nicht immer zusammensuchen muss. Ich hab die alle in meinem Crafting-Table, was das Problem ist. Ja, irgendwann ist das aber leer. Ey, Kian, könnten wir das nicht theoretisch auch dann für Quad-Uran-Dinger machen? Natürlich. Ja. Dafür finde ich sinnvoll. Dafür ist es mega praktisch, vor allem wenn man das dann einfach... Doch, dafür ist es mega praktisch. Sachen, du nicht so oft brauchst. Ja, aber wenn du so brauchst, die brauchen wir nicht zu craften. Die brauchen wir echt sauer oft, Kian. Ja, das brauchen wir echt sauer oft. Warte mal, ich stell das hier erstmal an. Ist hier jetzt gerade eine Kuh runtergefallen? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie sich gebackt. Die hat sich übelst runtergebackt. Lol. Meh. Okay, ich baue jetzt hier unten sofort den zweiten Stall nebenan. Wie weit müssen die sein? 5x5 hast du gesagt, ne? Ja, genau. Aber halt dann ein Block Abstand dazwischen, ne? Ich komme. Scheiße. Cool. Das hast du jetzt schon wieder gemacht, Zander. Ja, ich habe vergessen, den Block Abstand damit reinzuberechnen. Das ist aber nicht schlimm. Hier wäre es dann so, ne? Richtig. So, ne? Ist richtig? Ja. Ist richtig. Ne, das sind jetzt anderthalb Blöcke. Nein, da ist ein Block Abstand. Hier so. Da muss ich aber so setzen, oder nicht? Was? Ne, das habe ich doch schon hier. Ach nee, warte. Ne, so. So muss es. Ja, okay, dann habe ich das wieder falsch gesetzt. Oh, lol. Ich raste aus hier. So, zack, es sitzt, wackelt und hat Luft. Es sitzt, wackelt und hat Luft. Ja, mein Gott, das muss man nicht immer verstehen. Ich verstehe es echt nicht. Nee. Hauptsache, Kilian furzt hier übelst auf dem Boden rum und dann wird alles grün. Die Kühe freuen sich schon auf ihr neues Zuhause, hast du das gehört? Wie sie alle gleichzeitig Mu gemacht haben. Da hat bestimmt eine Kuh hat so gerufen, runter. Freut ihr euch auf euer neues Zuhause? Und alle so, ja! Ich hol mal die ersten wieder runter, ne? Ja, hol dir mal einen runter. Ach, ja, hol mal die Kühe runter. Bitte. Oh, ist mein einer bei? Hä? Also ich designe gerade fleißig das AKW weiter, ihr werdet angeordnet sein. Jo. Ich werde das AKW in einen Ort. Also hast du gerade zwei Bälle, Zander? Ja, ich habe zwei Bälle. Ah, okay. Warte mal, dann kann ich dir den doch den dritten auch geben, dann kannst du gleich alle runterholen. So, übrigens, wir haben schon 6 EU-Meter. Ja? Du hast jetzt 3 Bälle.
dann mache ich oben da gerade weiter. Also die Recyclinganlage läuft auf Hochtouren. Wie viel brauchen wir? Viel. Also du kannst ja mal die goldenen Kisten reingucken, wie viel Cobblestone noch drin ist, aber über das muss noch verbraucht werden. Also hast du, ja? Okay. Habe ich schon wieder diesen Ball? Ich habe nur zwei. Du hast ihn aufgesammelt. Keine Ahnung, ich... Ja. Ah, scheiße! Ach, egal. Jetzt habe ich zwei. Warte, so. Hier, pass auf, ich leg dir die jetzt hier hin. Wo bist du? Da. Da. Ja, aber ich verstehe das noch nicht ganz. Wenn ich auf eine Kuh schieße, ne? Dann ja, sammle ich die ein. So. Ja, aber dann liegt das Item da ja noch. Ja, genau. Und jetzt schieße ich auf die nächste Kuh, dann schießt er aber die andere Kuh wieder raus. Wie mache ich denn das, dass er es nicht tut? Weiß ich nicht. Ach so, ich glaube, ich muss die einfach ins Inventar reinlegen. Nicht ja, verzagen, okay. Zuschauerfragen. Das geht ist sogar. So. Nee, ich hab's raus. Du musst einfach, wenn du ein Ei geschossen hast, darf das nicht unten in deiner Aktionsleiste liegen. Aber jetzt müssen wir nur noch die Kühe runterhauen. Ja, hau ruhig runter, sei wieder gemein, Sander. Nein, jetzt habe ich hier... Och, Mann, ich raff's noch nicht. Also, wenn irgendjemand weiß, wie das geht... Dann bitte einmal in die Kommentare reinschreiben, weil ich bringe... Vielleicht kannst du doch nur eins gleichzeitig. Was soll der Scheiß? Bei mir geht nein, das geht ja auch. Aber ich habe gerade irgendwie gedacht, dass ich alle Kühe unten ausgesetzt habe. Habe dann wieder oben eine Kuh reingespawnt. Ach, den Andi, den nehme ich jetzt auch mal mit unten. Ihr habt's gesehen? Ey, kann man eigentlich auch irgendwie so eine automatische Angelmaschine machen? Ja, habe ich doch schon. Ja, aber die kostet angeblich ziemlich viel... Swag? Ja. Strom. Ja, yeah, Mann. Okay. Gut, warum arbeitet die Query nicht weiter? Was soll das? Weil die gerade nicht läuft. Weil kein Strom da war teilweise. Warum haben wir kein Gold? Aber wir können es mehr haben. Okay. Kilian, alle Kühe und Schweine sind umgelagert. Das heißt, wir können oben den Käfig jetzt abbauen. Was ich jetzt auch tun werde. Aber da haben wir richtig viel Kupfer mittlerweile. Muss mal gucken, ob wir vielleicht schon die nächste Ladung bereitstellen können. Ja, wir brauchen eine Diamond Transport Pipe. Style. Die sind... Ah, hier ist ja noch Gold. Ah, warte, irgendwer hat was Cooles verraten. Ich weiß noch nicht mal genau, wie man es macht. Damit kann ich craften und damit die kannst du zum Filter benutzen. Achso. Kann man nicht eigentlich mit einer Schere auch Glasböcke abbauen, ohne dass sie kaputt gehen? Ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Das hat uns der coole Typ erzählt. Wenn ihr ein Crafting-Rezept aufruft und dann auf das Fragezeichen klickt, dann habt ihr das so als Unterlage. Ernsthaft? Ja, macht das mal. Ruf ein Crafting-Rezept auf, oben rechts in der Ecke, klickt drauf und ja, dann rein das Fragezeichen. Da muss ich nur eine Workbench anklicken. Da musst du noch. Ja, genau, da musst du natürlich noch eine Workbench haben. Funktioniert aber nicht im Crafting-Table. Hä? Das hab ich doch gerade da eben gemacht. Ach doch, aber stimmt. Nur dann direkt danach verschwindet sie das. Ja, oh krass, das ist ja mega geil. Das hat mir der Simon, glaube ich. Oh, danke, Simon. Wo kommt das Skelett her? Ich verklappe es mit einem. Okay. Das ist doch meine Railgun. Geil, meine Railgun. Hier kannst du einen Bogen haben. Oh. Ich geb dich gleich Bogen. Ah, Zombie! Jetzt, Kilian, kommst du mal bitte wieder zum Ort des Geschehens? Moment, ich arbeite ja gerade noch an den Crafting-Ganzen Teil. Ich baue, warte mal. Ist denn. Ich baue das einfach jetzt mal ab und mal gucken, was passiert. Sonst kann ich dir gleich noch andere Crafting-Aufträge geben. Nein, wir müssen doch jetzt eben alles umlagern hier. Ich bin gerade schon dabei. Crafting Zander. Also. Zander macht hier gerade dicken Umzug. Ist das so? Ich habe die ganzen Kühe schon umgelagert. Deswegen habe ich dir ja Balls gegeben. Balls of Steel. Balls. Die hatte ich schon lange. ihr Versauten. Ich habe doch schon die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, dass ich zwei Bälle habe. Also in meinem Inventar. Ich hatte halt zwei und Killer hat mir nur noch eins gegeben. Schön. Okay. So. Ich hab gerade langweilig, werde ich mache gerade was Cooles. Ich hab langweilig, ich mache gerade was Episches. Nein, sonst kann ich dir auch sinnvolle Aufgaben geben, ne? Ne, ich hab gerade eine ziemlich sinnvolle Aufgabe. Die wird einfach unsere Produktivität auf ein neues Level anheben. Killian, komm mal jetzt her, bitte. Ja. Warte, ich setz jetzt erstmal den Breeder in die Wand rein. Ich glaube, ich muss noch zu Däumen gehen. Was denn? Ich bin doch hier! Ah ne, da kann man noch nichts sehen von dem, was ich gemacht habe, du Lappen. Ja, das. Bisher Bäume! Ja, das habe ich schon gemacht. Bisher ist das nur mehr im Inventar. Lampen! Labern nicht, wo ist der Breeder jetzt hin? Ja, wie geil die Lampen auf dem Dach aussehen. Das ist in der Hand bei mir. Ja,
Ja? Ja, aber ich machen blaues Licht, das weißt du. Nein, machen sie nicht. Aber, aber ist falsch schon egal, warte, ich brauche mal so einen Sledgehammer, damit kann man nicht Teile drehen. Also von draußen habe ich das AKW ziemlich weit schon designt. Mach mal einen Sledgehammer, Precision Sledgehammer. Wenn das hochgeht, ich schreie. Das ist ein Sledgehammer. Damit kann man die Teile drehen. Sledgehammer, Sledgehammer. Also Sledgehammer ist Vorschlaghammer, aber... Wo hast du diese Lampen jetzt? Am AKW, oder was? Ja, schau es dir an. Es ist eben. Ja, und was hast du jetzt innen gemacht dann? Ja, innen, das kommt noch. Das ist erstmal im Inventar. Weiße Lampen. Wie wird der geschrieben? S-L-E-D-G-E. Ach, da habe ich noch schon. Hä, wo sind denn hier bitte diese tollen Lampen? Guck doch mal draußen. Alter, komm raus, was ich da episches gemacht habe. Das ist doch voll easy. Also, ja, davon brauchen wir einen, dann kannst du das Ding drehen. Dank dem Minium Stone ging es nämlich ein bisschen schneller. Däumer hat das AKW durchgestylt. Bisschen die Spitzen. Hart. Ja, bisschen die Spitzen, aber ordentlich. Hallo, wo sind hier Lampen draußen? Ach, auf dem Dach. Blind? Ja, Sachen sind toll. Blind? Alter, Kian, raus. Sorry, aber das ist random, diese blauen Blöcke auch noch. Sieht aber geil aus. Sind die random. So, Däumer, jetzt machen wir was Anständiges. Stell uns mal, ich komm mal eben ganz 25, Sewage Collectors her. Sagt mir nichts. Nee, ich muss jetzt gerade erstmal kurz mein episches Projekt fertig machen, aber das geht ganz schnell. Wo bist du denn? Und oh, auf dem Dach die Dinger oder was? Alter, alles. Guck mal, wie geil ich bin. Oh, sieht schon nicht schlecht aus. Vor allem, das ist eigentlich alles gar nicht so teuer. Ich dachte immer, diese Lampen wären so ultra teuer. Da habe ich mal wirklich nachgeschaut. Echt sind die voll cheap. Oh, sieht schon ziemlich fett aus. Hat was. Kann man so sagen. Aber trotz alledem, weißt du, außen übertriebensten Bonzen gemacht und innen drin alles voll mit Fackeln. Doch, das kommt noch so viel Zeit, hat es bisher noch nicht. Oh mein Gott. Ich wollte erstmal außen bling bling haben und innen kommt dann noch. Zander, ich kann dir übrigens sagen, wo du ganz viel XP kriegst, auf unserer Monsterinsel. Ja, das ist sehr schön und auch überhaupt nicht risikohaft. Also ich überlebe da. Ja, boah, Andi, du bist immer so ein Egoist, ne? Ich bin so der Egoist? Beste, ich hab die beste Rüstung, ich überlebe da auf jeden Fall. Ja, dann mach dir doch auch eine. Oder willst du mir meine? Andi, weißt du, der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich nicht meine Rüstung verbessere, sondern dass ich erstmal unsere Grundnahrungsmittel hier, Ich habe gerade eine gesamte Scrap-Produktion angeworfen, also sei ruhig. Ich glaube, Kilian, das ist richtig jetzt, wie ich es gemacht habe. Hast du gedreht, dass diese dunkle Seite vorne ist, ja? Ja, genau. Die dunkle Seite. Wir sind jetzt auf der dunklen Seite. Ist. Brauchen die eigentlich Strom, die Dinger? Ja, brauchen die. Dann müssen wir jetzt gleich auch das Stromkabel hier oben anschließen. Deswegen brauchte Kilian in der letzten Folge die, oder vorletzte Folge die Glasfaserkabel. Das ist von unten gekommen. Wir müssen jetzt, wir können aber besser, bevor wir jetzt hingehen und von hier bauen, würde ich sagen, können wir besser von hier unten direkt bauen. Ja. Das ergibt nämlich, glaube ich, auch mehr Sinn. Warte mal, geh du mal unten hin. Und dann guck ich mal, dadurch. Ich brauch mal von jemandem Essen. Irgendwer hat doch hier bestimmt wieder Essen von. Du wirst aber direkt vom AKW abgezapft. Nein, nicht vom AKW abziehen, das ist scheiße. Das ja, niemand zapft direkt vom AKW ab, das ist scheiße. Eben. Da kann ich ja gleich sagen, ich kauf mir eine Erdnuss. So, gib mir mal einer was zu essen. Was hat das mit Erdnüssen zu tun? Ja, guck, das ist einfach der Unterschied, Zander. Das, du hast es hingeworfen? Du kannst nicht assoziieren zwischen diesen beiden Sachen. Ach, Essen, nee, Essen hab ich. Wenn du das sagst. So, pass auf. Ja, wir gehen einfach hier mit der Leitung weiter runter. Weiter runter? Weiter runter. Alter, hier riecht's nach Spiritus, das ist eklig. Ja, Andi, wie grillen deine Nachbarn denn? Keine Ahnung, wie die letzten Vollhonks. Oder haben die so einen Berg mit alten Reifen und den angezündet? Was ist nach Spiritus? Mit Benzin? Benzin. Das erinnert mich an den Thomas. An welchen Thomas? Alter. Der Thomas, mit dem wir letztens COH2 gezockt haben. Ach, Thomas. Ja, der coole Thomas. Gib mir Benzin. Okay, und warum muss man den Käfig eigentlich 5x5 machen? Weil das der Arbeitsbereich ist. Alter, es stinkt widerlich. Andi, heul nicht rum. Doch. Was wollte ich gerade sagen? Du wolltest sagen... Ach, egal. Unser Keller ist irgendwie total strange. Aber es ist trotzdem irgendwie noch aufgeräumt. Aber ich finde, trotz alledem sind die Anbindungen, die wir unter unserem Haus haben, die könnten wir besser verlegen. Ja, auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt hier dieses scheiß Kabel runterholen. Warte mal, gehen wir einfach hier durch. Machen wir es doch auf der Höhe. Auf der Höhe.
Alter, muss man das hier verstehen, was hier ist? Das ist ja mal total unsinnig, Andi. Was? Sieh das mal hier an, was ist das? Warum sind hier zwei Anschlüsse an der... Übelst Glasfaserkabelverschwendung. Ja, was erwartest du bei Andi? Don't question it. Sei einfach glücklich, dass du Andi hast. Genau. Dass es ihn gibt. Wie schön, dass du geboren bist. So. Kilian verlegt hier fleißig das Glasfaserkabel. Hä, wo hat Kilian das Glasfaserkabel her? Tja. Ach scheiße, hier ist aber Interferenz. Warum? Nein. Ja, ja, leg das, doch, leg das doch rum, ist doch scheißegal. Leg das, wollte ich gerade sagen. Leg das doch einfach hinter die Wand. Ja. Ja, wird ja schlecht, so stinkt das hier, ist ja widerlich. Ich leg jetzt mal hier genau so ein Dingensblock hin, ne? So. Den. So. Ja, da kann man immer noch drüber latschen, aber dann ist es trotz alledem ganz klar gestrennt. Durch Kies. Gestrennt. Gestrandet. Kennt ihr das Spiel? Stranded? Nein. Übelst geil, Alter. Du bist einfach. Das ist übelst alt, das ist ein Indie-Game an alle Leute, die jetzt Bock haben, irgendwie ein Spiel zu zocken, was kostenlos ist und was sehr viel Spaß macht. So wie Treasure Adventure Game. Zockt mal Stranded. Nein, das ist Ego-Shooter-Perspektive. Ich meiner Meinung nach ist das die Wurzel von Minecraft, ernsthaft. Das ist. Du bist auf einer Insel ganz alleine und musst halt so Holz sammeln, kannst dir ein Lagerfeuer machen, musst dir ein Zelt bauen, um die Nacht zu überleben. Auf der Insel gibt es dann halt verschiedene Früchte, die kannst du essen. Da gibt es aber auch Löwen, die musst du töten. Da musst du dir Werkzeuge und Waffen für bauen und so, dass du die töten kannst und so. Das Spiel ist schon ewig alt und total cool. Da gibt es auch Cannabis, kannst dann rauchen. Dann bist du mega high. Das ist sehr witzig. Witzig. So, Kilian, wo bist du? Ich möchte jetzt hier. Ich habe Glasfaser geholt. So. Ach so. Jetzt müssen wir den Breeder. Du kannst mal. Mach mal. 25 Sewage Collectors. Junge, warum übertreibst du immer so? Ich verstehe nicht. Ja, weil ich kann. Aber dafür musst du nur. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber. Und ich heute einen. Time is over. Genau. Also, Leute, wir würden gerne noch weiterspielen. Aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge für euch. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat und ihr Spaß beim Zusehen hattet, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen würdet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In alter Frische natürlich. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen: Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.